Was geht, meine Freunde? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video auf Urbex Inc. Und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, ich bin endlich mal wieder unterwegs mit meinem Bruder Thomas. Genau. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hör mal, das Wetter ist herrlich. Wir haben das Top-Wetter hier und sind jetzt mal in einem kleinen Geisterort, Geisterdorf. Genau. Sind wir hier unterwegs. Ne? Der ein oder andere kennt es vielleicht. Da hinten sehen wir auch schon, da waren die Brandstifter wieder unterwegs. Aber ich würde sagen, lass mal gar nicht lange labern. Lass mal losstarten. So. Das Wetter ist der Hammer, Leute. Ihr seht es ja selbst. So. Aber das ist hier, was ich gerade schon gesagt hatte. Ne? Also, das war auch in den Nachrichten gewesen, dass in dem Ort hier die Kirche in Brand gesetzt wurde. Ich weiß nicht, wer sowas macht, warum man sowas macht. Das ist für mich unverständlich. Aber ja, schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal an. So, der Thomas, der geht schon vor. Und ja, seht ihr das nochmal vom Nahen? Ja, ich verstehe es nicht. Aber mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück und kommen hier irgendwo rein. Und selbst wenn nicht, es ist schon ein komisches Gefühl, hier durch dieses Dorf zu gehen. Und ja, es ist leer. Hier sind noch die ein oder anderen Häuser, wo Flüchtlinge untergebracht wurden. Aber ansonsten ist das hier tot, ne? So, jetzt sind wir mal hier in so eine Seitenstraße reingelaufen. Und ich würde sagen, schauen wir mal, ob hier vielleicht irgendwo reinkommt. Seht ihr hier? Hier ist schon teilweise abgerissen. Also da würde man reinkommen, ja, wenn der Zaun nicht wäre. Ja. Guck mal nach, was gibt's denn hier? Ach, der ist schon da. Ich habe gerade gelabert und der Stecker war, glaube ich, drin. Oh, das ist schlecht. Jetzt habe ich kein Licht dabei. Habe ich. Also hier ist aber auch schon länger nichts mehr los. Guck mal hier. Die haben hier echt den Öltank komplett aufgeschnitten. Ich denke mal, die wollten auch irgendwie ein bisschen Öl hier rausholen. Und ja, allein dieses fette Spinnennetz hier, das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Ja, gehen wir mal hier durch. Aber da hinten ist halt die Kirche, das ist echt komplett abgebrannt. Da ist auf jeden Fall eine Türe offen. Schauen wir mal. Oh, irgend so ein Draht. Ah, okay, wir kommen hier in eine Garage. Und das war's dann auch schon. Naja, immerhin ist noch der Motor für den Garagenantrieb da. Ja, schauen wir einfach mal weiter. Oh, wir haben hier gerade gesehen, diese Andachts- oder Trauerhalle, die ist hier offen. Gehen wir mal rein. Oha. Okay. Das ist schon ein bisschen creepy. Also hier ist der Wagen, wo dann ein Sarg drauf aufgebahrt wurde. Ne? Krass. Ist jetzt ein alter Rasenmäher oder was ist das? Ist schon komisch hier drin, ne? Hier so ein Aufenthaltsraum noch. Medikit, auch noch alles drin. Schere, hier hast du Mullbinden. Krass. Ach, hier geht's auch noch auf den Dachboden. Könnte man jetzt auch hochgehen? Mal schauen. So, erzähl mal, was ist dir passiert? Hä? Was hast du vergessen? Mein Licht. Das Licht. Er hat das Licht vergessen. Ja, hey, das ist scheiße. Er hätte das Licht vergessen. Ja, ich kann nirgendwo reingehen. Scheiße. Egal, ich hab Licht dabei und wir gehen dann mal zusammen los. Genau. So. Schauen wir hier mal rein. Hier links? Ja. Der Thomas war gerade schon da vorne, hier durch die Wiese. Ja. Aber ich habe kurze Hose an. Schön die Zeckenwiese. Ja, geh mal vor. Ja, schön in die Zeckenwiese. Ja, super. Und ich mit der kurzen Butz. Ja, ich wusste nicht, dass wir hier durch die Walachei laufen müssen. Naja. Falls ich eine Zecke habe, ich werde euch drüber berichten. Ach, Thomas. Nee. Aua. Oh, sorry. Schauen wir mal. Nee, sieht zeckenfrei aus. Boah. Aber der Garten, der war riesig, ne? Ja, wo müssen wir jetzt hin? Hier. Okay. Ist schon aufgebrochen, ist durchgesippt. Oh, da war aber eine dicke Tür, ne? Mhm. Dann gehen wir doch mal da runter. So. Okay. Das ist eine echt dicke Türe hier. Oh. Ich mache mal das Licht an, Leute. So, jetzt seht ihr alles. Machen wir mal ein kaltes Licht. Aber ich glaube, es sollte gehen. Muss mal gucken. Ich glaube, bei der Helligkeit sollte das eigentlich mal funktionieren. Ja. Ich will jetzt mal machen. Jetzt Wäsche. Ja. Aber hier ist ja praktisch, ne? Du konntest, wenn du Gartenpartys gemacht hast, ne? Konntest du ja hier auf jeden Fall. Ja, für mich war direkt die Toilette auch nicht schlecht. Aber mit Klo hier. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Oh, ich denke schon. Oh. Ah, Vorsicht, Gabel. Okay. Boah. Das ist einfach nur ein leerer Raum. Ihr hört das, also, dass ich schaue, ne? Darker than my soul. Heimgesucht. Okay. Boah. Also hier war auch wieder der Heizungskeller. Und wie ihr auch hier wieder sehen könnt, guck mal. Die haben auch hier tatsächlich die Tanks komplett. Schaut euch mal da rein. Die Tanks komplett aufgeschnitten, um echt noch an den letzten Tropfen Öl dran zu kommen. Ne? So, aber wir kommen jetzt hier auch durch den Keller in den Rest des Wohnhauses. Und ja, ich würde einfach sagen, wir schauen mal, was uns hier so erwartet. Aber im Schnitt nach vorne schon. Ist das ein kleines Haus gewesen? So, ja. Oh, du hast auch gerade total. Von blöd, der geht weiter nach oben. Ja, geht, aber ich mach hoch, die hält noch. Okay, also mein Bruder sagt halt schon, jetzt noch diese paar Räumchen. Hier ist die Toilette gewesen. Auch ein sehr kleiner Raum, aber das Haus sah so groß aus. Boah. Das war es schon, hey. Das war es schon? Ja, das war es. Was ist denn, hey? Oh. Ja, das war wohl unschwer zu erkennen, das Wohnzimmer. Also das Wohnzimmer sehr groß gestaltet. Aber der Rest dafür umso kleiner, ne? War auf jeden Fall schön kühl im Sommer hier. Das auf jeden Fall. Was ist das? Die ganze Decke, die hier auf dem Boden liegt, ne? Hier war dann die Küche, ne? Das war's? Nur noch Dachboden oder was? Okay. Komisches Konzept, was ist denn da oben? Gar nichts. Hier auch nichts? Ja, okay, hier komplett zerdeppert, ne? Wieder mal irgend so ein Otto unterwegs, ist klar. Ja, hier bestimmt Elternschlafzimmer, gehe ich jetzt mal von aus. Aber es ist schade, wenn man sieht, jemand hat sich hier was schön gemacht und muss dann leider sein Eigenheim verlassen. Jetzt sind wir genau auf dem Dachboden. Ich schaue hier mal hoch kurz. Ja, okay, hier ist es richtig warm drin. Hätte man auf jeden Fall ausbauen können. Genug Platz. Aber naja, ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen was durchs Dorf und schauen mal, ob wir noch irgendwo reinkommen. Jetzt kann ich wieder zurück durch diese mit Sicherheit von Zecken besiedelte Wiese mit der kurzen Hose. Das ist super. Das ist richtig super, Leute. Oh Gott. Schnell, schnell. Das Ding. Nee. Oh. Da ist der Dreck. Der hat mich gerade so erschrocken, der Penner, ey. Das kriegt er zurück. Ey, was ist denn los mit dir? Wir müssen noch ein bisschen warten. Menge Bruder ist beschäftigt. Ach, du hast schon die Kamera laufen. Verstehst du? So, ihr Lieben. Oh, Sönnchen. Sönnchen, ne? Ja. Kurz aber knapp, kurz aber knapp, kurz und knapp. Ganz egal. Wir sind jetzt mal... Outtakeen. So. Ich schneide das zurecht. Das war das Outtake. Wir sind jetzt mal ein bisschen hier durchs Dorf gelaufen und ja, du bist drauf. Okay. Und ja, man kommt hier wirklich nicht überall rein. Das ist teilweise echt noch bewohnt und man muss hier wirklich aufpassen, weil der Werkschutz hier noch rumfährt. Aber trotzdem, endlich war ich schon wieder unterwegs mit meinem Bruder. Und ich denke mal, das hat Spaß gemacht. Ne, das war das Beste eigentlich an der ganzen Sache. Nee, das Beste ist bei mir zu sehen. Guckt bei ihm am Kanal, der Drecksack, der hat was gerissen, ist ja. Guckt euch einfach an. Ja. Und ja, ich denke mal, in der nächsten Zeit wird noch was von uns kommen. Denkst das eine oder andere, oder es wird auf jeden Fall was von uns kommen. Nicht nur Lost Places, der will ja unbedingt mit mir Outdoor kochen, wandern, Bötchen fahren. Ich weiß es nicht so genau, aber ich bin dabei. Ich mache es mal mit. Ne? Schön mit dem Kasten Orangensaft. Mit dem Kasten Orangensaft machen wir uns ein paar schöne Stunden. So, aber ohne lang rumzuschwafeln. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bin ich denn wirklich drauf? Ihr ist wirklich drauf. Okay. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Macht es gut. Und schwingt der Hut. Genau.